Hier ist das Flashback, YouTube News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonniert, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Die Rocket Beans, die ändern ihre Sendefläche. Sie wechseln nämlich von Twitch auf YouTube und das schon am 1. September. Wenn ihr also Fans der Jungs seid, dann müsst ihr auf jeden Fall den YouTube-Kanal jetzt abonnieren, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Für die Bohnen ist der Wechsel eine ganz logische Entscheidung. Sie sagen zwar selbst, Twitch, das ist ein mega geiler Shit, aber irgendwie passen wir besser auf YouTube. Und der Wechsel auf YouTube bringt für die User richtig coole Features mit. Zum Beispiel habt ihr nun die Möglichkeit, ab dem 1. September, den Livestream bis zu 3 Stunden zurückzuspulen. Wenn ihr also sagt, oh, meine Hand war gerade zu lang in der Hose, dann könnt ihr euch einfach ein bisschen später ransetzen, zurückspulen und könnt eure Lieblingssendung trotzdem verfolgen. Ein weiteres richtig nices Feature ist Multicam. Das sind verschiedene Kameras und ihr könnt selbst als Zuschauer entscheiden, über welche Kamera möchte ich gerade zusehen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, sowohl Videos als auch den Livestream in 360 Grad Virtual Reality zu zeigen. Alle Features werden ab dem 1. September möglich sein, technisch. Die Jungs können aber nicht alles direkt umsetzen. Und das hat vor allem mit der Technik zu tun. Sie haben einfach noch nicht die passende Technik, um Multicamera-Sachen zu machen oder eben 360-Grad-Livestreams. Das wollen sie mit der Zeit aber natürlich alles noch dazu holen. Problem ist nur Kameratechnik, das ist halt scheiße teuer. Die Rocket Beans haben eine Q&A-Sendung gemacht, wo sie noch ganz viele Fragen von Fans genau zu diesem Umzugsthema beantwortet haben. Unter anderem wurde gefragt, ob es ähnlich wie bei Twitch auch auf YouTube dann eine Möglichkeit geben wird, kostenpflichtig zu abonnieren, um die Jungs zu unterstützen. Und darauf hat Buddy eine sehr interessante Antwort gegeben. Was war das nochmal? Entschuldigung. Wie es mit dem Subscriben aussieht bei YouTube. Dazu werden wir zu dieser Stelle nichts sagen und das hat einfach, und das können wir so transparent sagen, nächste Woche erfahrt ihr mehr und ihr werdet ab dem 1. September auch dazu noch mehr erfahren. Vielen Dank, dass ihr fragt, weil ganz oft, und das haben wir ebenfalls gelesen, sind wir nicht mehr angewiesen irgendwie auf Support, auf Donations, auf die Subscriptions über Twitch. Ja. Doch sind wir. Auf jeden Fall. Wir versuchen halt einfach das System ein bisschen anders aufzustellen sozusagen. Wie das Ganze aber funktioniert, was da wie etc. über welchen Link oder sonstiges passieren wird, das werden wir werden das jetzt heute noch nicht announcen, sondern werden das sozusagen verschieben auf die Informationen, die dann von YouTube kommen. Hört sich sehr interessant an und ganz ehrlich, im ersten Moment habe ich gedacht, oh, heißt das vielleicht, dass die Rocket Beans demnächst Partner von YouTube Red sind? Das wäre ja eine krasse Sache. Doch dieser Gedanke wurde dann im Laufe der Show ein bisschen zunichte gemacht und da wurde gesagt, dass sie nichts mit YouTube Red zu tun haben. Was ich schade finde, aber im Laufe der Gamescom noch wird YouTube eine große Ankündigung machen für YouTube Deutschland und da können wir alle sehr gespannt sein, was das denn genau sein wird. Man kann spekulieren. Auf Twitch war es ja immer so, dass der Stream 24/7 lief und auf YouTube wird es genauso sein. Es wird also im Prinzip der erste 24-Stunden Sender auf YouTube. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, die aufgelöst werden wollen, dann schaut euch einfach die Q&A-Videos an. Link dazu unten in der Videobeschreibung.